Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Omsi 2, der Omnibus Simulator. Ja, wir befinden uns heute mal auf der Karte Gjaten V3. Ich glaube, das ist die V3. Wenn nicht die V2, egal. Ja, war hier etwas, ja, dumm. Wir sind gerade im Gras und gucken auf den Bus und ich probiere gerade meine neuen Camps mal ein bisschen aus. Ich spiele damit derzeit mal ein bisschen rum. Ich habe mir die eingebaut. Es gibt ja einen neuen MAN, einen NM. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Und damit kann man ganz cool rumspielen und ganz coole Camps, ja, ausprobieren. Ganz coole Perspektiven machen. Und ich habe mir die jetzt mal kopiert aus der .bus-Datei und habe die in den Mercedes mal eingefügt und ich muss sagen, das ist echt geil. Also, hier sind nur Weitwinkelkamera. Ich meine, wann hat man schon mal sowas, ne? Das ist schon was Cooles. Ich habe ja immer davon geträumt, mal so ein Kamerazeug zu haben. Jetzt weiß ich auch immer, wie die Leute das gemacht haben, ne? Hier, Simulite, Stonebreaker und so. Und ja, jetzt habe ich das auch und kann damit auch ein bisschen rumspielen und es ist ganz lustig, ganz lustiges Werkzeug, was man sich einbauen kann in jeden Bus. Kann damit so ein bisschen rumspielen, verschiedene Camps ausprobieren, auch wenn sie nicht immer alle funktionieren, weil irgendwas im Weg ist, aber es ist ein nettes Tool, würde ich sagen. Gut, ich steig mal ein. Wir fahren den VER-Wagen 316, einen uralten Bus. Ich habe mir gedacht, wir fahren das Teil mal wieder, weil ich weiß nicht, was ich fahren soll, oder ich wusste nicht, was ich fahren soll, weil ganz ehrlich, ich habe nichts gefunden, weil alles irgendwie schon zehnmal gezeigt wurde und auf Elektrobus hatte ich jetzt auch keine besondere Lust und da habe ich mir gedacht, ich fahre doch mal spät abends. In so, ja, was heißt spät abends, mitten in der Nacht? Das ist übrigens auch die Aufnahmezeit ungefähr. Es kommt hin. Okay, das war falsch. Ja, uralt, Florito Dash, ihr kennt den Wagen, denke ich mal. Ich fahre ihn aber sehr gerne, muss ich sagen. Also, ich finde ihn trotzdem, dass er wirklich sehr alt ist, echt nett. Also, das ist echt ein nettes Fahrzeug. Und ja. Ich fahre das Teil gerne, muss ich feststellen, ne? Also, es ist schon ein cooler Wagen. Ich habe mir auch die Felgen so schwarz gemacht und damit ist er doch schon ganz geil. Macht da ganz viel Bock. Okay, gut. Ja, viel zu schnacken gibt's nicht. Das Ding hat ZF-Ecomat, ihr wisst ja. Heute mal mit ZF-Ecomat unterwegs. Einen schönen Citaro. Heute mal kein Facelift, sondern mal einen steinzeitalten Citaro. Aber wie gesagt, ich fahre den Karren trotzdem immer noch sehr gerne. Auch wenn er schon so alt ist. Mittlerweile. Vor allem beim OVMD fahre ich ihn immer wieder mal. Auch wenn ich mir die Sounds mal austauschen werde demnächst, aber als Citaro finde ich ihn immer noch echt genial. Also, ich fahre ihn echt gerne. So, 2:01 ist hier Abfahrt. Stellen wir mal vor. 2:01 ist die letzte Fahrt des Tages zur Info. Normalerweise fährt das Ding ja nach, oh, ich weiß nicht wohin. Lute? Kann das sein? Lute? Bahnhof Rotmühle, Lute. Lute. Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Abendsfahrten finden auf jeden Fall nur bis Berliner Platz statt. Finde ich ganz nett. Ich würde sagen, bevor hier noch irgendein KI-Bus kommt, suche ich mal hier eine geile Cam aus. Ich habe ja hier zig Millionen. So eine haben wir auch. Und mach mal hier einen schönen Screenshot. So. Ja, das war jetzt durch meinen Screenshot. So, danke Steam. So, ich würde sagen, wir fahren los, weil wir haben ja sonst nichts. So. Ja, Gärten auch eine sehr schöne Map. Bin ich auch, glaube ich, im Let's Play noch nie gefahren. Allgemein werde ich jetzt mal so ein paar Maps mal fahren, die ich im Let's Play noch nicht gefahren bin. Vielleicht auch mal Landkreis Lahnau, ne? Bin ich auch im Let's Play noch nicht gefahren, meines Wissens nach.
Ich glaube, einmal mit dem MAN kann das sein. Ja, Krefrath dann. Ich habe auf Krefrath jetzt ein neues Linienpack mir installiert und war ganz nett. Fand es ganz, wie soll ich sagen, hervorragend. Und ja. Da ist niemand. Perfekt. Ja, es ist 2 Uhr in der Nacht, also da ist sowieso nicht viel los. Wir haben jetzt hier einen Fahrgast, ne? Ah, oh, die Camps, das ist schon was Cooles. Es ist ein cooles Spielzeug und ich spiele damit auch immer wieder mal ein bisschen rum, weil ja, so ein Weitwinkelbild ist schon mal auch was Cooles, ne? Aber so ein. Ah, oh, das sieht doch einfach cool aus, Leute. Also, Props an den, der das gemacht hat. Das ist echt ein cooles Spielzeug. Das muss man einfach sagen. Ja, man kann damit unterschiedlichste Perspektiven machen. Man kann auch so mal einen Screenshot machen. Es ist einfach cool, ja. Also ich kann es euch nur empfehlen. Die Werte dafür, ja, bestimmt den neuen MAN, den werde ich auch demnächst mal fahren. Habt ihr bestimmt ja schon hoffentlich gedownloadet. Den. Ach, wie heißt denn der? MAN. Nee, nicht MÜ. Das wäre ein Citaro. Ich guck kurz nach. Ich guck kurz nach, das interessiert mich jetzt und da möchte ich nachgucken. A78 heißt der. Und das ist ein MANEL. Genau, jetzt habe ich es, also es ist ein EL. Und EL steht halt für. Ja, man kann sich, denke ich, mal selber erklären, ne? So, Moment. Ich fahre gleich weiter. Ich muss nur kurz noch was nachgucken auf dem Zweitbildschirm. So, weiter geht's. Sorry für die kurze Unterbrechung. Ich musste kurz noch was gucken, aber ist alles gut. So, ja. Gärten habe ich auch schon länger jetzt auf der Platte. Hab eigentlich nie ausgebuddelt. Letztens jetzt erst durch den FRV. Ja, Simon, Grüße gehen raus, ist auf jeden Fall da drauf gekommen und ich habe mir gedacht, ach komm, holst du das Ding doch mal raus und oh, ich kann aber auch nicht damit aufhören, ne? Ich muss damit immer spielen irgendwie, es ist echt Wahnsinn. Aber es ist halt auch einfach echt geil, also es macht Bock. Ich meine, man konnte man schon mal solche Screenshots machen, ne? Ich meine, gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. So zoomen. Das würde ich mit der Kamera, wenn ich spotten gehen würde, jetzt auch nicht machen. Tch. Aber. Du kannst damit halt einfach wirklich richtig rumspielen. Wie ein Kleinkind. Echt, so. Jetzt habe ich schon die Verampelphase verpasst. Perfekt. Jetzt fahre ich aber noch. Ich habe wahrscheinlich schon Verspätung, Nächste genau. Plus 2, 3 habe ich schon. Haltestelle. Vor lauter Rumspielerei. Ja, ich mache mir das jetzt in jeden Bus rein, damit ihr Bescheid wisst. Ne? Ich mache mir das in jeden Bus. In jedem Bus wird das dann drin sein, in meinem Facelift, in meinem MAN. Ja, in meinem MAN auch, in Union City. Da kommt das überall rein jetzt. Da kann ich immer schön rumspielen in den Livestreams. Und die Thumbnails werden auch jetzt damit immer gemacht, weil die Standardkamera, okay, ja, aber das ist schon was anderes, schöneres. Ich denke mal, andere, die das schon eher länger hatten, Simulite zum Beispiel, wenn du das jetzt siehst, du hattest bestimmt auch ein cooles Gefühl, wo du so Kameras hattest und so ein bisschen rumspielen konntest. Machst du ja auch immer noch. Ist auch nichts Verwerfliches, ne? Ich mach's ja auch. Aber es ist halt einfach cool. Du kannst so geile Screenshots damit machen. So, ja gut, perfekt. So, es lenkt mich schon total ab, die Kameras. Ja, fassungslos, ist echt geil. Endlich die Dinger auch mal in Omsi zu haben.
Auch wenn es die wahrscheinlich irgendwo vorher im Download gab und ich die einfach nie gesehen habe. Wahrscheinlich. Gehe ich mal stark von aus. So wie ich mich kenne. Nee, ich glaube, die waren privat gemacht, aber. Ja, es gibt sowas frei verfügbar sozusagen. Entspannt hier mit 50 rüberheizen. So, ist da jemand? Nee. Ja gut, wir werden nicht mehr viele Fahrgäste haben jetzt, ne? Das ist auch Fakt, ne? Nächste Haltestelle, Weberstraße. Um 2 Uhr, 2 Uhr 6. Da sind halt einfach nicht mehr viele dabei. Nächste Haltestelle, Rathenaustraße. Ist halt so. So, der Blitzer, der kann uns ausrichten, was er will. Ah, die will mit. Die ist aber ein bisschen spät unterwegs, um 2 Uhr 7. Hallo. Ja, warum ich eigentlich auch hauptsächlich den VER-Wagen fahre, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Und auch ein kleiner Hinweis an den Chef vom UVMD. Alle drei Benzer Gelenkzüge, ZF Ecomat, ZF Ecolife, die wir haben, haben eigentlich seit gestern schon Hauptuntersuchung fällig. Die kannst du nicht fahren. Nächste Haltestelle, Konrad-Adenauer-Platz. Ja, das war jetzt sehr schade. Ich wäre eigentlich meinen Citaro gefahren mit schöner Flipdot. Ich hätte mir eine Flipdot reingemacht und wäre damit gefahren. Aber wenn die Dinger halt eine Hauptuntersuchung haben, die eigentlich schon gestern gewesen wäre und die Werkstatt halt irgendwie schläft, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da los war, ja, dann ist das halt so, ne? Der hat auch noch ein richtig schönes Fauchen hier, der VER. Ich muss, glaube ich, das Fauchen auch mal übertragen auf meinen. Hier rausnehmen, weil das ist eigentlich ein ganz gutes Fauchen. Weil meins ist ja eigentlich aus dem Solaris Urbino zweite Generation. Dürft ihr eigentlich nicht wissen, aber ja, und passt eigentlich ja gar nicht, ne? So ein Fauchen bräuchte der mal. Ich gucke auch mal an der Tauschbörse, vielleicht finde ich da noch was Besseres. Mal gucken. Ja. So, Konrad Adenauer Platz. Werde ich wahrscheinlich nächste Folge Facelift fahren, das kann ich euch schon sagen. Also ihr werdet jetzt zwei Folgen Benz haben. Und dann kommt, denke ich mal, eine Folge mit dem Euro 6er oder mit dem Newland City oder weiß der Himmel. Mit dem Newland City dann vielleicht hier auf der 1 nach Gärten ICE, mal gucken. Nächste Haltestelle, Victoria Dom. Gärten ICE habe ich ja noch nie gesehen, weil direkt im Anschluss, ich bin ja letztens beim FAV nach Gärten ICE gefahren und Omsi hat gemeint, ja, ich schließe dich einfach mal und dann ist es abgestürzt. Das war natürlich hervorragend, also ich habe mich darüber köstlich amüsiert, weil Omsi ohne eine einzige Fehlermeldung abgeraucht ist, einfach so hat sich's geschlossen. Ja, und ich war da natürlich aufgebracht, ne? Und dann habe ich BBS neu gestartet und dann hat BBS gesagt, ich soll die Tour nochmal von komplett von Anfang an fahren. Da habe ich mir gesagt, nö, das machst du nicht. Da hatte ich dann keinen Bock zu. War ich dann sauer. Da habe ich dann keinen Bock, das Gärten nochmal zu haben. Weil das sind ja, die 1 geht ja fast 60 Minuten und da ist dann auch wirklich Feierabend. Also, ich fahr nicht ein zweites Mal eine 60-Minuten-Tour, also da hört's auf. Ja, ich bin ja eigentlich eher so ein Typ für so 20-Minuten-Linien.
Aber ich muss sagen, also ich bin jetzt die 132 von Drillingshammer nach Fachhochschule Düsseldorfer Straße da gefahren. Ne? Diese Monsterlinie auf Alheim V4. Und ich muss sagen, die hat mir echt gut gefallen. Also die bin ich hingefahren. Oh, und gleich nochmal zurück. Und das kennt man von mir ja gar nicht, weil ich bin ja eigentlich eher ein Fahrer der 20 bis 30 Minuten Linien. Ja, und dann, das war natürlich echt... Also die fahre ich auch gerne nochmal im Let's Play. Natürlich dann in drei Teilen. Aber so vom Ding her ist die Linie echt okay. Also die geht gestalterisch. Die geht von der Performance vor allem auch. Ich glaube, du kommst zwar durch Eichenhöhe, aber nur kurz. Wenn überhaupt. Und performance-technisch ist die Linie, da ist eigentlich nichts dagegen auszurichten. Also die hat mir eigentlich echt gut gefallen. Und ja, war ich echt positiv überrascht. Ja. Weil ich bin ja eigentlich eher so einer, der fährt vielleicht einmal in der Woche mal eine Stundenlinie und dann reicht es dem auch wieder. Aber die fahre ich gern ein zweites Mal irgendwann. Die hat mir gefallen. Die war echt... So, ich bin glaube ich auf der... Ja, ich bin auf der falschen Spur. Perfekt. Oder auch nicht. Das war die Rechtsabbiegerspur. Aber die Ampel war etwas ungünstig angebracht. So, hohe Straße. Wird tatsächlich noch eine mit, glaubst du ja nicht. So, steigen sie ein, kommen sie rein. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Na, ist ja Wahnsinn, eine Tageskarte um 2 Uhr. Ist ja auch noch einen langen Tag. So, Moment. Tagesticket. Hä? Ich warte noch auf den Fahrschein. Ja, sorry. Ich habe mich gerade verdrückt. Genau, ich glaube, falsch. Die haben mir zu viel gegeben. Shit. Ich komme mit der D-Mark nicht klar. Ist das D-Mark-Kasse oder Euro-Kasse hier? Da bist du bekloppt, ey. Ich weiß, dass D-Mark doppelt so viel ist wie Euro, aber... Oder halb so viel. Ach, egal. So, und die Gegenrichtung fährt gar nichts mehr. Das ist ja ein Wunder. So, ist da jemand? Da ist niemand. Da ist auch die letzte 7 nach Großenfeld. Das ist... Nee, Gärten ICE, die 1 sogar nochmal. Ja, das ist dann aber auch die... Wir fahren sozusagen die vorletzte Tour des Tages hier. Und dann ist hier Ruhe, weil Nachtlinien gibt es auf Gärten nicht. Was ja auch vollkommen reicht, ja. Also wenn wir jetzt hier um 2.14 Uhr die letzte Tour haben, das geht auch voll klar. Es ist nicht jeder bis 2 Uhr in der Stadt und 2 Uhr ist auch schon ganz schön lang. Selbst wenn man in eine Disco geht, ist man eigentlich um 2 Uhr dann schon langsam fertig. Also muss sagen, das Busnetz ist ja ganz gut ausgebaut. Man hat ja auch hier zur Mittagszeit hier einen 7,5-Minuten-Takt in der Stadt und auf Abschnitten sogar einen 3,25-Minuten-Takt in der hier Mark-Kaiserplatz hier. 3,25-Minuten-Takt, da kannst du dich eigentlich nicht beschweren, wenn du hier wohnen würdest. 3,25-Minuten-Takt würde ich nehmen, ne? Vor allem Gärten ist ja jetzt auch nicht eine Metropole, es ist eine Großstadt, ja? Ich würde mal frech behaupten, vielleicht so groß wie Würzburg, ja? Von der Einwohnerzahl her. Ja, und dann geht das ja voll klar. Na, ein bisschen kleiner wie Würzburg, denke ich mal. Ja, weiß ich nicht. So, Lessingplatz. Eine Ruhe hier, Wahnsinn. Kenne ich gar nicht so. Hallo. So, die Busampel ist noch auf Strich waagerecht und sollte dann über Punkt auf Strich senkrecht langsam mal schalten, damit wir hier rüberkommen. Danke dafür. So, mal rum damit. Nächste Haltestelle, Katharinenhof. Was sagt die Verspätung, aber wir sind 2 Minuten zu früh.
Nächste Haltestelle, Lorenztor. So, der Busstopp hier ist gar nicht angewählt. Noch minus 1,6. Wird nicht weniger. Die Verfrühung. Ich stelle mal 2 Minuten vor. Dann haben wir ein bisschen Verspätung, aber die holen wir eh wieder raus. Nächste Haltestelle, Alter Turm. Ja, nachts sind die Fahrzeiten sehr entspannt, da hat man eigentlich wirklich viel Zeit. Dann nicht. Ja, und so haben wir die Verspätung schon wieder reingeholt, die halbe Minute da. Tch. Ja, hier ist auf tote Hose hier. Nächste Haltestelle, Staatsoper. Zwei Leute haben wir im Bus. Die Blitzer können uns eigentlich egal sein, weil es ist ja nix. So, wir gucken noch mal ein bisschen. Ich meine, wir haben ja rot. Da können wir noch mal ein bisschen rumspiegeln. Oh ja, die ist auch nett. So, jetzt so, das ist auch sehr nett. Dann haben wir die, genau. Da kann man auch so richtig... Ach, cool. Ja, das macht schon Laune. Da kann man wirklich auch viel Zeit mit verbringen, ne? Sich unterschiedliche Kameras raussuchen. Ja, und dann diese Extreme, die mir halt gar nicht gefällt, ne? Also, weiß nicht, das sieht einfach nur hässlich aus. So ist dann wieder richtig nett. Na, ja, das geht auch klar, genau. Hier nochmal auf dem Boden, die ist auch ganz, ganz okay. So beim Grün. So. Hallo. Nächste Haltestelle, Oberscheiderplatz. Ja, ich bin schon wieder ein Spielkind. Ich glaube, man merkt's. Ja, das sieht doch nett aus, einfach nur. Ja, geil. Es sind schon echt coole Perspektiven dabei. Das muss man einfach lassen, ne? Grün. So, Oberscheiderplatz. Wir sind gleich da, genau. So.
Nächste Haltestelle, Rosensteinstraße. Nächste Haltestelle, Lincolnplatz. Wir haben ja nachts, da können wir ja mal ein bisschen schleichen. Ein bisschen vorschleichen. Noch ein bisschen spielen, wir haben ja Zeit. Das sieht schon echt mega nett aus, das muss man echt sagen. Na gut, von hier jetzt nicht so. Na gut, wenn wir, ja, wenn jetzt hier die Balken nicht im Weg wären, von hier geht's dann natürlich wieder. Ja, und hier auch, ne? Und hier, ja, das ist die hässliche, genau. Und da haben wir nochmal die. Die ist auch nett. Ne? Wenn du halt am richtigen Ort bist. Die hat halt auch was, das ist halt die Weitwinkel, ne? Und beim Grün. Oh, das ist mal cool. So ein bisschen Weitwinkel. Weitwinkel in Omsi. Das ist so ein bisschen... Ja, sieht cool aus, ne? Hat was. Boah, so kann man so richtig die Geschwindigkeit mal ein... Ich muss jetzt mal so eine ganze Haltestelle fahren. So kann man richtig schön die Geschwindigkeit einschätzen. So. Ah, das sieht einfach nur klasse aus. Wenn du mal überlegst, vom Cockpit aus sieht das aus wie 60, 80, so, ne? Und weil es so Weitwinkel ist, das ist, wir fahren gerade mal 40 km/h. Jetzt ist 80. Guck mal, ich fahre 50, das kommt vor wie 80. Also da sieht man mal den Unterschied, umso weiter man sozusagen den Weitwinkel auch im Fahrersitz setzt, ja? So sind wir gezoomt, ja? So sieht das ganz anders aus wie halt so. Da sieht man den Vergleich auch ganz gut. Und es ist ja so, deswegen fühlt sich beim BRT C2 bei mir das ja auch so gut an. Weil bei mir der BRT C2 relativ weit nach, also vom Zoom her weit hinten ist, ne? Das heißt, man hat den Winkel sehr weit. So, und die Position mag ich eigentlich, weil da kommt es einigermaßen real vor, weil in real ist es genauso. Ja. Hier hast du es so gezoomt. Ich denke mal, einige wissen, was ich damit anfange. Oder wissen, was ich meine, ja. So zum Beispiel, ich fahre jetzt einfach mal. So ist es auch schon besser, ne? So. Ja, wie halt. So. Weil du nach unten, mehr nach unten guckst und bist halt näher dran gezoomt. Dadurch kommt sie auch langsamer vor. Ja, die Sitzposition, die macht schon Unterschiede. Und ich finde auch, es kommt immer auf die Sitzposition an, wie man fährt, vom Fahrstil her. Simulate hatte mal gesagt, bei ihm kommt es auf den Motorsound an, wo ich mir denke, eieiei, okay. Ich wusste gar nicht, dass ich das für möglich halten kann. Bei mir liegt es an der Sitzposition, ja. Weil umso weiter ich so gezoomt bin, ja, umso schlimmer fahre ich eigentlich, weil da fahre ich schnell. Weil dann kommt es mir langsam vor, da möchte ich schneller an der nächsten Haltestelle sein, so. Und dieses Gefühl hast du in Realität nicht, ja. Und bei manchen Bussen in Omsi halt auch nicht, bei meinem MRN zum Beispiel auch, ne. Da fahre ich eigentlich auch immer relativ gut.
Außer ich habe mal so einen richtigen Heizanfall, so wie letztens. Okay, dann... die passende Kamera für die Verabschiedung. Ich hoffe... ich mache noch ein Screenshot. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei einem Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Tschüss. Schönen Tag euch noch.